Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen verwirrend, dass in dem Spiel hier, in Thronebreaker, die Karten teilweise genauso aussehen wie in Gwent, die gleichen Bilder haben sogar, alles gleich heißen, aber ganz andere Fähigkeiten besitzen. Das bringt mich echt fast ein bisschen durcheinander. Das Glück ist uns geneigt. Die Priesterinnen haben mir meine Geschichten mit dem Geheule abgekauft. Die haben mich als Schüler aufgenommen. Aber es war immer noch schwierig, den Kellerschlüssel in die Finger zu bekommen. Den habe ich jetzt aber auch. Ihre Reichtümer sind bis an die Decke gestapelt. Wahrlich, gelobt seien die Götter. Warte morgen Nacht unter meinem Fuß. Unter dem Fuß der Stadtmauer auf mich. Warte unter meinem Fuß auf mich. Ich werde tragen, so viel ich kann. PS, halte die Augen offen. Ist zwar wahrlich nur ein Ammenmärchen, aber ich hörte, im Wald hat sich etwas Scheußliches eingenistet. Ist zwar wahrscheinlich nur eins. Wirklich verwirrend, ja. Ich finde auch. Knallhart zerbauert, ganz genau. Die haben wir weggebauert. Jetzt haben wir einen Kellerschlüssel für das Kloster gefunden, oder wie? Ach so, der Schlüssel für die Tür hier. Ach so, okay, na gut. Von mir aus. So, aber es gibt, glaube ich, noch einen Weg, einen optionalen Weg, den wir jetzt noch nicht gegangen sind. Und ich glaube, den will ich noch gehen, oder? Da nach hinten, genau. Das ist ein ziemlich abgetrenntes Gebiet, glaube ich. Da ist noch ein Fragezeichen, da ist eine Stadt. Aber wenn wir jetzt schon hier sind, können wir wenigstens noch schnell darüber gehen und das da plündern. Uhuhundet. Ah, da ist ein Rätsel mit Ertrunkenen. Ich möchte mal in den Optionen noch schnell schauen, ob ich einstellen kann, dass mein Kampf automatisch. Nee, leider nicht. Ich hätte gern, wenn ich keine Möglichkeiten mehr habe zu ziehen, wenn ich alle Karten gespielt habe und Fähigkeiten benutzt habe und ich nichts mehr machen kann, dass dann meine Runde automatisch beendet wird, kann ich scheinbar leider nicht einstellen. Schade, das wäre eigentlich ganz cool. Jetzt warte mal, müssen wir an den Ertrunkenen vorbei? Wenn wir weitermachen wollen mit der Hauptquest? Nee, nur dann machen wir es die Ertrunkenen schnell. In Appelheim. Meven stand am Ufer des Dachsbachs, eines eher kleinen Flusses mit starker Strömung, dem ein finsterer Ruf vorauseilt. Kenternde Fischerboote, Kleidungsstücke, die den Waschweibern aus den Händen gerissen werden. Kinder, die am Ufer spielen und urplötzlich weggeschwemmt werden. Die Einheimischen hegen schon lange den Verdacht, dass sich etwas Niederträchtiges unter dem reißenden Strom verbirgt. Töte alle Ertrunkenen, halte alle Verbündeten am Leben. Manchmal ist nur ein Schaden nötig, um aus geraden ungerade zu machen. Was? Die Schlacht dauert nur eine Runde. Ist die Stärke dieser Einheit gerade, verschiebe sie jeden Zug zu Beginn des Zuges in eine andere Reihe. Setze die Stärke jeder Einheit in dieser Reihe auf den Durchschnitt der Stärke aller Einheiten. Zerstöre dann diese Einheit. Was? Generiere bla bla bla. Füge bla bla bla. Okay, jetzt pass mal auf. Ich fange mal damit an. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, was ich machen muss. Oh, ach so. Na. Neustart. Die machen Schaden, aber nur wenn sie in die erste Reihe verschoben werden, oder wie? Das muss ich mir nochmal genauer anschauen.
Ist die Stärke der Einheit gerade, verschiebe sie jeden Zug und zu Beginn des Zuges in eine andere Reihe und füge allen Einheiten in der Reihe gegenüber 2 Schaden zu. Ich verstehe. Dann werde ich jetzt mal... Nee, das macht keinen Sinn. Dann spiele ich jetzt erstmal die aus, weil die... Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Und die sollen sogar kaputt gemacht werden. Das wäre sogar super. Was? Ach so, es darf hier keiner sterben. Stimmt. Okay, dann muss ich im Grunde die da spielen, oder? Ich kann gar nichts anderes spielen. Die macht gar keinen Sinn. Da sterben welche, die stirbt. Also muss ich die Armbrust spielen. Lyrian! Okay, an Anfang. Jetzt sollte ich die zurück auf die Hand nehmen, weil sonst stirbt sie. So, jetzt kommt nur eine Einheit nach vorne. Das heißt, jetzt könnte ich die da spielen. Aber ich mache mir echt Sorgen, dass die dann nächste Runde sterben könnte. Schauen wir mal. Jetzt spiele ich die hier. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Und die hier. Ah, nein. Ich habe es vermasselt. Aber fast. Shit. Okay, ich glaube, der Anfang war ganz gut. Ich glaube, so machen wir es nochmal. Ich brauche ein Ziel. Ich schieße auf den einen. Dann ist der nämlich nicht mehr... Hey, warte mal. Was ist denn der Durchschnitt? Was ist denn der Durchschnitt? Der Durchschnitt wäre hier auf jeden Fall 4. Dann würde ich den heilen. Das ist nicht gut. Was mache ich jetzt? Schütze zu Diensten! Na schön und gut, aber jetzt kommen... Außer... Ja, jetzt muss ich schauen. Wird hier auf- oder abgerundet? Das ist die Frage. Es wird abgerundet. Perfekt. Dann muss ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Sicher, ob das jetzt funktioniert. Ich hoffe, dass der jetzt 3 Rüstung kriegt in der nächsten Runde, wenn ich die Karte ausspiele. Ich kann nicht mehr. Ja, es funktioniert. Okay, cool. Na also. Logisch. Es sind oft so Rätsel, wo es nur eine richtige Antwort quasi gibt, wo ich die Karten in genau der richtigen Reihenfolge ausspielen muss, damit man gewinnt. Mein Sohn, Eintreiber sind wieder nach Falkenbrand gekommen. Wieder einmal überleben wir gerade so, damit unsere geliebte Königin noch einen Teppich aus Sirikanien importieren kann. Die Königin soll die Teufel holen. Oder wie? Ich soll die holen. Was? Soll sie doch die Teufel holen. Naja, sammel alles Wertvolle in der Hütte ein und wickel es in ein gefettetes Schaffel.
Bring es dann raus aufs Feld und vergrabe es zwischen den Graben. Diese verdammten Eintreiber werden sich mit ein bisschen abfinden müssen, dass wir ihnen geben. Okay, mehrere Felder. Und irgendwo ein X. Bam, 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 bam. Aber hier nicht, oder? Sonst wäre das hier irgendwo. Ah, das könnte tatsächlich sein. Ja, da ist es. Da ist der vergrabene Schatz. 240 Gold. Nach Feuchtburg, ja? Hübsches Fleckchen. Nur die Leute sind grässlich. Nach Feuchtburg, ja? Hübsches Fleckchen. Tja, jetzt haben wir hier mehrere Optionen, oben oder unten entlang. Gehen wir mal hier entlang. Erstmal. Ah ja, eine Höhle. Meine Herren, die Einheimischen behaupten, in dieser Höhle sei ein Schatz versteckt. Wir können einen kleinen Trupp aussenden und nachsehen, wie wahr das Gerücht ist. Ich muss gestehen, dass die Höhle auf den ersten Blick recht tückisch aussieht. Ich kann nicht gewährleisten, dass alle heil zurückkehren, wenn überhaupt. Wir werden diese Gerüchte auf die Probe stellen, dass die Männer hineingehen. Minus 2 Rekruten plus 200 Gold. Wenn die Bauern alles glauben, suchen wir in der Höhle Drachen und ihren Berg Gold. Wir scheren uns nicht um diesen Unfug. Ja, aber ich mach das. Minus 2 Rekruten plus 200 Gold. Klingt cool. Oh. Oh, was ist denn da? Ein Gruftweib. Die Lyrier betraten den Friedhof. Grillen zirpten im hohen Wind und tosten Gras. Und Moos kroch über die zerfallenen Grabsteine. Nur die frischen Blutflecken an den Wänden des Mausoleums zeugten davon, dass etwas die Ruhe der Toten gestört hatte und die Lebenden verfolgte. Vergießt keine Tränen, grämt euch nicht, sang eine Stimme. Und das scheußliche Totenlied ließ Mewe erschaudern. Bald erlischt euer Lebenslicht! Hinter einem Grabstein kroch eine pockennarbige, mit Pusteln übersäte Kreatur hervor, die vage an eine bucklige alte Frau erinnerte, bis sie einen Schlund voller Zähne aufriss. Alle Mann, Angriff! Was für ein Monster hatte Mewe eigentlich auf dem Friedhof getroffen? Die Feuchtburger nannten es Trauernde. Sie hielten es für eine Elfin, deren Kinder getötet worden waren und die darüber den Verland verstoren hat. Die Trauernde suchte immer wieder die Gräber auf, um Kerzen anzuzünden, Blumen niederzulegen und Menschenblut zu opfern. Töte das Gruftweib! Rätsel mit Sonderregeln. Schauen wir mal, welche Sonderregeln. Die Schlacht dauert nur eine Runde. Töte das Gruftweib. Das ist die Sonderregel. Wir müssen innerhalb von einer Runde das Gruftweib töten. Und das Gruftweib zerstört alle zwei Züge zu Beginn des Zuges die schwächste Einheit. Und wenn sie so einen hier zerstört, generiere eine einfache Kopie dieser Einheit. Todeswunsch, füge allen Einheiten in dieser Reihe 4 Schaden zu. Aha. Heißt das, ich muss... Ach so, das ist gar nicht so leicht. Ich wollte gerade sagen, da muss ich ja nur gucken, dass meine Einheiten alle die stärksten sind. Aber das ist gar nicht so leicht. Zwei Runden. Okay, ich weiß schon, wie wir das machen, glaube ich. Lyrian!
Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Nein, ich habe mich verklickt. Ah, ist aber nicht schlimm. Könnte so auch noch funktionieren. Das war aber nicht, was ich wollte. Jetzt hat sie die beiden getötet. Warum eigentlich? Weil ich mich vertan habe. Ich muss noch mal von vorne anfangen. Ich habe mich wirklich nur vertan. Ich wollte den gleichen nochmal angreifen, offensichtlich. Die waren jetzt alle gleich stark, oder? Dann zerstört sie alle gleich starken. Oh, auch interessant. Kann ich leider nicht nutzen. Aber gut. Wie gesagt, ich weiß, glaube ich, eigentlich schon, was ich machen muss. Ich habe es nur falsch gemacht. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Okay. Das ist nämlich schon mal ein guter Anfang, glaube ich. Jetzt die Stärke von allen auf 4. Ich glaube, ehrlich gesagt, müsste ich die beiden nicht mal ausspielen. Mein Geist ist willig, aber diese blöden Stiefel. Es gibt eine Zeit zum Ernten, zum Säen und zum Sterben. Nee, genau. Ist schon gewonnen. Okay. Was? Was war das? Sagte die Königin heiser, als sich das Monster im Todeskampf wand. Ich weiß es nicht, Majestät, sagte Renard. Aber wir sollten die Leiche zerhacken und verbrennen, um sicherzugehen, dass sie nicht wieder aufsteht. Tut das, sprach Mewe und wischte sich das Haar aus der Stirn. Aber schnell, bevor hier noch die Nacht anbricht. Die Lyrier nahmen ihren Marsch bald wieder auf. Doch selbst als der Friedhof hinter ihnen verschwunden war, glaubten manche immer noch, das unheimliche Klagelied in der Luft zu hören. Oder war es nur der Wind über den bemoosten Gräbern? Diese Karte wurde deiner Armee hinzugefügt. Mewe Kriegshammer. Im Kontrollzentrum kannst du Mewe eine neue Waffe geben. Somit ihre Fähigkeit verändern. Interessant. Wähle sie dafür in der obersten linken Ecke im Fenster und erzähle eine verfügbare Karte, bla bla bla. Schauen wir uns mal kurz an. Pöpörpö, Kommandozentrale, pöpörpö, Mewe. Kommt was Neues. Also, entweder verbessere eine verbündete Einheit um 4, gebe eine Rüstung und aktiviere dann die Loyalfähigkeit. Alle verbündeten Einheiten, das ist eigentlich schon ziemlich gut. Platziere eine Karte aus deinem Deck, oben auf dein Deck. Kräftige sie um 3 und aktiviere dann die Loyalfähigkeit. Das ist momentan mit unserem Deck, das wir haben, überhaupt nicht sinnvoll, glaube ich, finde ich. Ich glaube, da müssten wir uns vielleicht mal ein ganz eigenes neues Deck zusammenstellen. Aber jetzt plündern wir hier erstmal fleißig. Meine Königin! Eins der zerstörten Gräber gehörte einem Elfenmagier. Wir haben dort etwas Wertvolles gefunden. Doch erst müssen wir genug Gold aufwenden, um die Trümmer wegzuräumen. Na, mach das. Ist gut. Ein Teil einer Karte, ein Kartenfragment gefunden. Ich verstehe. Gibt also auch so Sammelkarten. Also einzelne Karten, die man zusammensammeln muss. Interesting. Very, very interesting. Extraordinary. Okay, dann gehen wir mal in dieses stinky Dorf, wo alle so laut rumpöbeln. Schauen wir mal, was hier los ist. Pöbelhausen. Als sie sich Feuchtburg näherten, befahl die Königin zu halten. Sie schickte Männer in die Stadt, um Vorräte zu beschaffen. Die Männer kehrten jedoch alsbald mit leeren Händen zurück, danke, Kedo, das ist nett ihre von dir. Pferde schweißüberströmt. Majestät, schwitzen die Pferde sind verrückt geworden. Sie haben alle Elfen und Zwerge zusammengetrieben. Warum nicht? Es ist ein Gemetzel. Die Straßen würden vor Anderlingblut schwimmen, wenn sie nicht eingriffe. Das war der Königin klar. Ebenso klar war ihr, dass ihr Gefolge gegen einen Mob keine großen Chancen haben würde. Natürlich greifen wir ein und verteidigen die Anderlinge. Das hilft ja nichts.
Wie lautet euer Befehl, euer Gnaden? Renars Frage schnitt durch die Stille. Was denkst du, lieber Freund? Antwortete die Königin, gab ihrem Pferd die Sporen und hielt auf Feuchtburg zu. Ihre Männer folgten ihr, so schnell die Beine sie trugen. Als sie durch das Stadttor kamen und die ersten Leichen im Rinnstein liegen sahen, wurde ihnen klar, dass sie zu spät gekommen waren. Der Mob gierte nach Blut und würde sich nur einer Faust aus Eisen beugen. Oh oh, Kampf gegen den Mob. Töte alle Gegner. Von mir aus. Leider war das nicht das erste Pogrom Lyriens und auch nicht das letzte. Obwohl die Kriege zwischen Menschen und Anderlingen schon seit Jahrzehnten vorbei waren, wussten Elfen und Zwerge nur allzu gut, wie schnell Gerüchte in Hass umgewandelt werden konnten. Nicht lange, und es wurde wieder Keulen und Missgabel geschwungen und in den Straßen floss Blut. Aber diesmal ist es das Blut der Hetzer. Dafür werde ich sorgen. Diese Schlacht dauert nur eine Runde, töte alle Gegner. Über die Pflastersteine. Sechs Pöbler. Sechs wütende Möppe. Was machen denn die wütenden Möppe? Setzt die Stärke dieser Einheit jeden Zug zu Beginn des Zuges auf die Anzahl der wütenden Möbler in der Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber... Ja, ich weiß schon, was wir machen. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. So viel Hass. Wir müssen dem ein Ende. Ah, ich will nur eine Karte spielen. Ich wollte das nicht. Renner, ich muss wissen, wer damit angefangen hat. Ah, ich bin so blöd. Ich hab die falsche Reihenfolge ausgespielt. Disziplin bringt uns. Lass uns die größten Gruppen angreifen. Den Mob spalten. Ich hab's falsch gemacht. Können wir gleich vergessen. Ich hab falsch gedacht. Aber ich muss jetzt wirklich, weil das funktioniert, glaube ich, irgendwie nicht. Köpfe über die Pflastersteine. Gib Einheit mit erschöpftem Befehl eine Ladung. Mit erschöpftem Befehl eine Ladung. Ha, das ist problematisch. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Das habe ich schon wieder gemacht, oder? Bin so blöd. So viel Hass. Wir müssen dem ein Ende setzen. Ich passe schon. Ich bin echt am Überlegen, wie wir das jetzt machen, am besten. Verschwindet! Sonst. Also, auf jeden Fall muss ich die Karte zuerst spielen. Das war Blödsinn. Ich muss wissen, wer damit angefangen hat. So viel Hass. Wir müssen dem ein Ende setzen. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Damien, danke fürs Followen. Freut mich, dass du mit dabei bist. Wenn ich jetzt die beiden Truppen wegschiebe und wieder hinschiebe. Reicht's auch nicht. Dann kommen wir nur auf 5 Schaden. Füge allen Einheiten in der gegnerischen Reihe Schaden in Höhe der Rüstung dieser Einheit zu und entferne dann sämtliche Rüstung von dieser Einheit. Wenn immer eine Karte in dieser Reihe entscheidet. Entscheidet. Verschiebe diese eine 5. Ach so, warte mal, natürlich funktioniert das. Klar, ich kann ja jetzt schießen. Dann die Karte spielen. Kompanie! Lasst uns die größten Gruppen angreifen! Den Mob spalten! Nee, warte mal, das funktioniert eben doch nicht. Ich versteh's nicht. Ich check's gerade wirklich nicht.
Wartet mal, wie muss ich denn das machen? Wie muss ich denn die Karten? Es gibt wahrscheinlich wieder wie bei den anderen Rätsel auch nur eine richtige Reihenfolge, in der ich die Karten ausspiele. Sonst rollen eure Köpfe über die Pflastersteine. Gib Einheiten mit erschöpftem Befehl eine Ladung. Ich habe nur eine Einheit mit Befehl, nämlich die hier. Also, das ist schon mal klar. Die kann ich auf 3 Rüstung boosten, wenn ich die Karte hier ausspiele. Mehr aber nicht. Und wenn ich dann die beiden... Ich experimentiere jetzt einfach mal rum, weil ich mir nicht sicher bin. Aber jetzt spielen wir mal die hier. Rinna, ich muss wissen, wer damit angefangen hat. So viel... So, jetzt spiele ich die. Ich kann nicht mehr. Jetzt verschiebe ich die beiden nach unten. Aber das kann irgendwie auch nicht funktionieren. Ihre Majestät, die Karte schiebt die beiden wieder nach oben. Und hab 5 Rüstung. Ich brauche aber 6. Verdammt. Es reicht gerade nicht. Das kann also nicht des Rätsels Lösung sein. Ganz knapp. Aber das dachte ich jetzt. Also was muss ich dann machen mit meinen 4 Karten? Wie spiele ich die dann? In welcher Reihenfolge spiele ich sie dann? Verschwindet! Sonst rollen eure Köpfe über die Pflastersteine! Ah, jetzt passt mal auf. Ich müsste die... Nee. Komm nicht drauf. Es kann nur eine richtige Reihenfolge geben. Es geht nicht anders. Renard, ich muss weg. So, habt ihr eine Idee? Hat einer von euch eine Idee? Ich raff's nämlich gerade nicht. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Ich muss die ja innerhalb von einer Runde kaputt machen, sonst teilen die sich. Disziplin bringt... Lasst uns die größten Gruppen angreifen! Wie geht das jetzt? Verschwindet! Sonst rollen eure Köpfe über die Pflastersteine! Ich glaube, ich experimentiere einfach mal rum. Aber alles, was ich mir zusammen denke, ergibt überhaupt keinen Sinn. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ich versuch's trotzdem mal. Hass. Wir müssen dem ein Ende setzen. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Renard, ich muss wissen, wer damit angefangen hat. Mein Hirn läuft jetzt auf Sparflamme. Ja, ich glaube, meins auch. Das ist das Problem. Ey. Macht keinen Sinn. Ihre Majestät, das ergibt alles keinen Sinn. Das gibt sie. Ich habe nur 3 Karten. Es gibt nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten, ehrlich gesagt. Die können wir einfach alle durchprobieren. Verschwindet! Sonst rollen eure Köpfe über die Pflastersteine! Hm.
Das gibt's doch nicht. Verschiebe diese Einheit in einen Todeswunsch, füge einer zufällig gewählten gegnerischen Einheit 5 Schaden zu. Wenn die sterben würden, würden sie mehr Schaden zufügen. Aber ich kann die nicht umbringen. Schon gleich gar nicht beide. Warum kriege ich denn das nicht auf die Reihe? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe nur 3 Karten. Das kann doch echt nicht sein. Ich werde wahnsinnig. Dann ist es schwierig. Wenn man das Spiel nicht kennt. So viel Hass. Wir müssen. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ich könnte das noch probieren, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Da kriege ich die Rüstung auf 3. Wir müssen einander. Aber das bringt nichts, wenn die wieder gehen. Ich könnte die Schlacht überspringen, aber das will ich nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's wirklich nicht. Ich werd verrückt. Wenn ich meine Heldenfähigkeit wenigstens hätte, aber die kann ich nicht einsetzen, dann wär's leicht. In dieser Reihe wütender Mob. Warum habe ich Karten in meinem Deck eigentlich? Kann ich irgendwie Karten aus meinem Deck ziehen? Ist das wichtig, dass ich Karten in meinem Deck habe? Ich wüsste nicht wie. Ich wüsste nicht warum. Die könnte ich brauchen. Das wäre echt gut. Ich habe früher Age of Empires gespielt. Aber schon seit Jahren nicht mehr. Seit etlichen Jahren nicht mehr. Seit 100 Jahren. Nee, mir fällt wirklich keine. Mir fällt nicht. Ich hab keine Ahnung. Mir fällt keine einzige Lösung ein. So viel Hass. Wie man das machen könnte. Keine Ahnung. Aber mich würde es echt interessieren. Ich will das jetzt auch nicht überspringen. Ich möchte, wenn, dann irgendwie mal googeln, wie das gehen soll. Weil das macht mich gerade wahnsinnig. Und. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Das macht einfach keinen Sinn. Ich verstehe es einfach nicht. Wie soll das gehen? Und das macht mich gerade so irre. Ihre Majestät. Das macht mich gerade so irre, dass ich keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll. Aber wie soll ich das rausfinden? Das weiß ich schon, ich habe es mitbekommen, aber ich habe es noch nicht gespielt. Okay, ich muss jetzt das googeln, sonst werde ich wahnsinnig. Groundbreaker. Angry Mob. Da ist es schon. Schauen wir mal. The Mob Puzzle. Okay, ich mach das jetzt mal, weil ich hab wirklich keine Idee. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das geht. Ich bin wirklich gespannt. Verschwindet, sonst rollen eure Köpfe über die Pflastersteine. Deploy Wagenburg on Melee Row. Check. Renan, ich. So viel Hass. Deploy War Wagon on Melee Row. Du kannst versuchen, sie alles zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Use both Light Infantry Abilities to move them in the Range Row. Was, das kann ich jetzt gar nicht. Ach so, das ist dann drittens. Genau.
Das, die Lösung, die da steht, kann nicht funktionieren. Use Birthlight Imprint the abilities to move to the range row and turn. Ich kann den Turn überhaupt nicht enden hier. Das kann überhaupt nicht gehen. Da stimmt was nicht. Der Aini, danke fürs Folgen. Cool, dass du mit dabei bist. Hallo. Na gut. Use Wagenberg's ability to attack the angry mob. Der... Jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Aber es ist witzig, weil die Anleitung, die hier steht, die funktioniert überhaupt nicht. Aber jetzt ist mir klar, wie es gehen soll. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich stand auf dem Schlauch. Guck mal, da steht, gibt Einheiten mit erschöpftem Befehl eine Ladung. Mehr steht da nicht. Also nicht nur in einer Reihe, sondern jeden, allen Einheiten, auf dem Spielfeld allen Einheiten. Jetzt wird mir alles klar. Genau, weil jetzt kann ich auf die schießen und kann den oben ausspielen. Und trotzdem werden unten die Fähigkeiten erneuert. Oh. Na klar, jetzt kann ich nochmal schießen. Der erneuert alle Truppenfähigkeiten auf dem ganzen Spielfeld. Brennt um euer Leben! Ich weiß nicht, warum ich davon ausgegangen bin, dass er das nur in einer Reihe macht. Das macht überhaupt keinen Spaß. Guten Morgen, der Aini. Wenn das in deiner Sprache wäre, wäre es wahrscheinlich einfacher. Nee, nee. Das nicht. Da war wirklich nur ein Fehler drin. Also da war wirklich der Fehler in dieser Lösung. Mewe konnte ohne eigene Verluste für Ordnung sorgen. Dass ich... Renard erfuhr später, dass ein Diebstahl bei einem Adeligen der Anfang gewesen war. Der Verdacht fiel auf seine angestellten Anderlinge. Er beschuldigte sie, sie protestierten und der Konflikt erfasste bald die Stadt. Aber da ist noch etwas, euer Gnaden. Renard wies auf einen Alten, der trauernd das Gesicht in den Händen vergrub. Ich habe Zeugen dafür gefunden, dass die Streuner von Spalla dahinter stecken. Doch auch wenn hier ein Irrtum zu einer Tragödie geworden war, musste der Gerechtigkeit Genüge getan und die Schlechter bestraft werden. Die Frage war nur, wie hart. Die haben nur bei jeder Zeile immer End-Turn in Klammern dahinter geschrieben. Und das geht überhaupt nicht. Ich hätte teilweise die Runde beenden sollen, wenn man die gar nicht beenden kann. Aber ich glaube, ansonsten wären die Schritte schon richtig beschrieben gewesen. Das war nur irgendwie in der Form komisch und dieser Zusatz hinten war halt falsch. Den Anführer hängen lassen. Ich finde das immer gleich ein bisschen dramatisch. Dann halt die Schuldigen auspeitschen lassen, auch wenn das finde ich auch nicht so geil, aber gut. Ihr seid schuldig. Das ist nicht zu leugnen, sagte die Königin zu den Anstiftern des blutigen Aufruhrs. Aus einer falschen Anschuldigung habt ihr ein Blutbad gemacht. Ihr sollt bestraft werden. Öffentliche Auspeitschung, Goldstrafen, Gefängnis. Aber euer Leben sollt ihr behalten. Heute ist hier genug Blut vergossen worden. Feuchtburgs Einwohner atmeten auf, aber die überlebenden Anderlinge waren von der Nachsicht gar nicht begeistert. Nicht lange und viele Elfen und Zwerge der lyrischen Armee waren desertiert. Am Grund konnte kaum Zweifel herrschen. Sie würden die Hälse nicht für eine Königin riskieren, die das Leben von Anderlingen so gering schätzte. Was? Ich lass sie doch eh schon auspeitschen. Warum bestehen denn die in dieser Welt immer gleich auf super drakonische Strafen? Sind die bescheuert? Da kann ich ihnen jetzt auch nicht helfen, wenn die spinnen wollen. Sollen die halt spinnen. Sie hätten bleiben sollen, wo sie waren. Dann hätten wir keine Probleme gehabt. Sie hätten bleiben sollen, wo sie waren. Dann hätten wir keine Probleme gehabt. Sieh an, Menschen sind wohl doch nicht alle gleich. Nun, in Feuchtburg gibt es nichts mehr für mich. Ich mach den Laden zu und komm mit. Oh, was? Ach so, der schließt sich uns jetzt an. Eine Einheit. Ein Zwerg hat sich uns angeschlossen. Na dann, doch cool.
Okidokili, dann können wir uns eigentlich schnell hier schnell hinreisen. Also hier schnell hinreisen. Schnell reisen, dahin. Wir tun, werden, müssen. Wie Dämonen sahen sie aus. Mit Hörnern und Schweinerüsseln. Den Einheiten rekrutiert. Wie komme ich hier an das Holz da hinten? Brauch, gib mir dein Holz. Wo hast du es versteckt? Kommt man da hin? Wie ist der Weg zu deinem Holz? Aha, geheimer Holzpfad entdeckt. Nee, warte mal, so einfach ist das nicht. Nee, warte mal. Hä? Okay, aber... Hä? Majestät, ein reisender Kaufmann hat im Dorf Halt gemacht. Er lädt euch dazu ein, einen Blick auf seine Waren zu werfen und verspricht gemäßigte Preise. Ich denke, nichts zu kaufen. Habe aber etwas zu verkaufen. Minus 100 Holz, dafür ganz viel Gold. Plus 200 Holz, dafür ein bisschen Gold. Ich kann das jetzt gerade schwer einschätzen, wie wichtig Holz ist, aber ich glaube, ich kaufe mal Holz, weil ich habe viel Gold und nicht ganz so viel Holz. Aber wie ich da unten zu dem Holz komme, weiß ich immer noch nicht. Das geheime Holz der seltsamen Frau. Unerreichbar für die Königin. Naja, ist ja wurscht. Vorsicht! In der Dämmerung sind Banditen auf der Hauptstraße gewesen. Die, die sich Streuner nennen. Diese Banditen. Wie Dämonen sahen sie aus. Das hatten wir schon. Wir durch. Vorsicht! In der Dämmerung sind Banditen auf der Hauptstraße gewesen. Na dann, schauen wir mal in das kleine Dörfchen hier. Da gibt es sogar ein Anschlagbrett. Meine Herren! Der Marsch hat die Männer strapaziert. Eine kurze Ruhepause in der Herberge würde gut tun. Kaum etwas stärkt die Moral wie Musik und ein eiskalter Krug Wüsima-Gold. Ja, dann machen wir das doch. 50 Gold passt schon. Ach, das war schon. Ich dachte, kommt eine Blende wenigstens oder so. Na gut. Da ist ein Schatz. Da ist das gemeine Holz, an das ich nicht komme. Aber jetzt weiß ich, wie wir in das gemeine Holz kommen. Hier über die Brücke erst. Verstehe. Das gemeine Holz ist gemeingefährlich, das Holz. Was sagt er? Was sagt er zu uns? Ich habe Honig für das Paar mitgebracht. Möge ihr neues gemeinsames Leben ebenso süß sein. Tanz bis zum Tod oder Morgenrot. Tanz bis zum Tod oder Morgenrot. Ich habe Honig für das Paar mitgebracht. Möge ihr neues gemeinsames Leben ebenso. Tanz bis zum Tod oder iss ein Schnitzelbrot. Dann nehme ich lieber das Schnitzel. Wenn das die Optionen sind. So, endlich klaue ich dir dein geheimes Holz. Das hast du jetzt davon. Sie dachte wohl, sie könnte ihr Holz verstecken. Aber niemand kann sein Holz vor der Königin verstecken. Alles mein Holz. Okay, gehen wir mal in unser Lager. Oh. Ich kann nämlich wieder irgendwas aufbessern. Das machen wir jetzt auch. Erhöht die Anzahl der Schätze, die Bev ausrüsten kann, auf 3. Ehrlich gesagt... Habe ich keine Ahnung, was das bedeutet. Ich glaube, wir haben noch keinen einzigen Schatz ausgerüstet, oder? Deswegen machen wir vielleicht mal was anderes. Aber hier noch mehr Karten brauchen wir jetzt gerade eigentlich auch nicht. Ach, dann geben wir alles aus, was wir an Gold haben, damit sich Mewe auf der Overmap, auf der Worldmap ein bisschen schneller bewegt. Das finde ich gut. Können wir nochmal mit jemandem reden? Gibt es neue Dialoge mit ihm vielleicht? Mittlerweile? Ja, Hoheit. Nö. Ich muss nun gehen.